Jawohl, ich bin dabei. Die Jagd nach der goldenen Trophäe geht wieder los. In der 79. Pokalsaison kämpfen 64 Teams erneut um den Pokalsieg in Berlin. Borussia Dortmund möchte den Titel verteidigen. Der Rekordsieger Bayern München hat aus der Vorsaison noch etwas gut zu machen. Und die vermeintlich Kleinen können wieder über sich hinauswachsen. Momente für die Ewigkeit sind garantiert, wenn der Ball wieder rollt. Wir werfen einen Blick auf die erste Runde im DFB-Pokal. Hallo, hier spricht euer Schorsch, der Pokalchecker. Von vorher wisst ihr ja noch Bescheid. Aber diese Saison nehme ich die Außenseiter unter die Lupe und da freue ich mich schon richtig tierisch drauf. Hier, ihr seht an dem Beispiel Rot-Weiß Essen, was im Pokal möglich ist. Den Bayer Leverkusen hoffnungslos unterlegen, auf einmal in den letzten 8 Minuten in eine Verlängerung, muss man bedenken, schießen die 2 Tore und kommen dadurch eine Runde weiter. Solche Geschichten schreibt nur der Pokal. Und deswegen bin ich so heiß darauf, ob die Außenseiter gegen die Favoriten ein bisschen ärgern nächstes Jahr, Riss in Kasala machen. Auch in diesem Jahr nehmen wieder viele Amateurvereine teil und ich drücke ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi! Ja, besonders freue ich mich auf das Westderby Wuppertaler SV gegen VfL Bochum. Derbyzeit im Westen, was Besseres gibt es gar nicht. Mit Peter Neururer auf Seiten von Wuppertaler SV im Vorstand, früher jahrelang Trainer beim VfL. Der wird auch nochmal eine Schippe drauflegen, damit er nochmal richtig brennt im Stadion. Und ich würde mir wünschen auf jeden Fall, dass der Wuppertaler SV weiterkommt. Bang! Peter Neururer ist ein absoluter Kulttrainer und seit einigen Wochen Vorstandsmitglied beim Wuppertaler SV. Mit dem Regionalligisten trifft der 66-Jährige in der ersten Runde des DFB-Pokals in einem Westderby auf den VfL Bochum. Nach so vielen Jahren als Trainer in Bochum ist das Erstrundenduell gegen seinen Herzensklub für Neururer schon jetzt ein Saisonhöhepunkt. Ja, ein Highlight, dieses Spiel für mich gegen den VfL Bochum, ein Highlight in meiner noch kurzen Karriere hier als Vorstand beim Wuppertaler SV. Westschlager alter Prägung, ich erinnere mich da an Regionalliga West-Partien. Es knistert an allen Ecken, also dieses Spiel ist mit Sicherheit ein Highlight. Der Viertligist ist der klare Außenseiter. Dennoch träumt man rund um das Stadion am Zoo in Wuppertal von einer Sensation. Aber nach dem Bundesliga-Aufstieg strotzt Bochum vor Selbstbewusstsein und Euphorie. Es gibt im Pokal immer diesen eigenartigen Spruch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wunderbar, er hat seine eigenen Gesetze nicht. Der VfL Bochum ist ganz klarer Favorit. Als Erstligist, der vor allen Dingen auf eine unglaublich tolle Serie hat zurückgreifen können, euphorisiert, gerade erstes Spiel in der neuen Saison als Erstligist hier beim WSV aufzutreten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiterkommen, ist äußerst gering, aber durchaus vorhanden. Neururer wünscht sich ein Fußballwunder und mit Wundern kennt er sich bestens aus. Als Feuerwehrmann hat er kriselnde Bundesliga-Clubs vor dem Abstieg gerettet und den VfL Bochum einst nach Europa geführt. Nun will er mit dem Wuppertaler SV die große Pokalsensation schaffen. Alte Liebe hin oder her. Hi, mein Name ist Hans Zapper und herzlich willkommen zu den Ergo-Pokal-Moves. Endlich rollt der Ball wieder, die erste Runde des DFB-Pokals und ich habe mir für euch einmal meine Favoriten angeschaut. Mein Top-Favorit ist der FC Bayern München. Nach dem frühen Aus gegen Holstein Kiel wollen sie natürlich den Titel wieder sichern. Und mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, der auch natürlich den DFB-Pokal endlich gewinnen möchte. Nach dem Titelgewinn in der letzten Saison weiß Borussia Dortmund
wie man Titel gewinnt und wie sie schmecken. Und jetzt will natürlich Marco Rose, der neue Trainer, auch den goldenen Pokal. RB Leipzig hat die Finalniederlage gegen den BVB sicherlich noch im Kopf und will es dieses Jahr auf jeden Fall besser machen. Das sind meine drei Top-Favoriten und ich glaube, alle drei werden die erste Runde überstehen.